Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tombi. Wir sind im Dorf Bakkos, das verflucht ist und alle sind jetzt Mäuse. Dies ist der Stadtpark und dies das Rathaus. Ja, zum Rathaus gehen wir jetzt auch gleich, weil dort sollten wir unsere nächsten Aufgaben finden. Ankündigungen für das Dorf werden an diesem schwarzen Brett angeschlagen, also schau hier ab und zu mal vorbei. Maus vermisst. Eine echte kleine Babymaus wird vermisst. Es handelt sich hierbei um eine echte Maus und nicht um einen ehemaligen Menschen wie sie. Sie muss sofort gefunden werden. Informationen zum Aufenthaltsort der kleinen Maus nimmt das Rathaus entgegen. Wir holen sie dann ab. Danke für Ihre Mitarbeit. Dorf Bakkos Rathaus. Wo ist die kleine Maus? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ist da noch irgendwas? Nein, okay. Hallo? Wo ist der? Ach herrje, was sollen wir bloß machen? Ja, was denn? Bin ich genauso ratlos wie damals, als ich hier das erste Mal war. Oh, boah, ich gehe gleich in den Pilzwald, wenn das so weitergeht. Und hol mir diesen normalen. Ich glaube, das mache ich jetzt echt. Wenn ich wieder so schön durchkommen sollte, wie vorhin. Nee, jetzt komme ich wirklich nicht mehr durch. Lol. Ja, ich will ja auch gehen. Aber du lässt mich ja nicht. So, was mache ich jetzt? Ich wollte auch gucken, wie viel Käse ich habe. Fällt mir gerade mal so ein. Käse habe ich. Oh, wow. Eins. Ich dachte, ich hätte mehr. So, Mist aber auch. Was mache ich denn jetzt? Die Wahrsagerin ist immer noch nicht da. Ah, guck mal, jetzt sind die hier. Der Wein aus unserem See ist der allerbeste. Quiek, 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 quiek. Oh. Ich glaube, ich habe die vermisste Babymaus gefunden. Was ist los mit diesem Kerl? Der trinkt die ganze Zeit bloß Milch. Maus, die Milch trinkt? Okay, gut, ja, die müssen sich ja auch irgendwie ernähren. Also die Babys von den Mäusemüttern. So. Oh nein, ich hätte nicht im Traum daran gedacht, dass er an so einem Ort sein könnte. Okay, wir gehen sofort hin und holen ihn ab. Wenn du willst, schau erst noch aufs schwarze Brett. Ja, ja, mach ich. Ich glaube, das mussten wir auch erst erledigen, ne? Abenteurer gesucht. Die Pumpe am See ist kaputt und es gibt nicht mehr genügend Wein im Dorf. Wir suchen einen erfahrenen Abenteurer, der zum Bakkossee geht und die Pumpe repariert. Bewerber müssen mutig sein und dürfen keine Angst vor der verwunschenen Villa haben. Dorf Bakkos Rathaus. Ein Trunk für Große. Ja, oh mein Gott, es gibt nicht genügend Wein. Das gibt's doch nicht. Das kann's doch nicht geben. Wir müssen da unbedingt was direkt erledigen. Gegen tun. Machen. Alles besser als erledigen. Ja, ihr seid das noch von letzter Folge gewöhnt. Auch wenn die 2 Tage her ist. Du bist Tombi. Wenn du die Pumpe des Sees reparieren willst, zeige ich dir den Weg. Ja. Oh, der kommt auf meine Ich nehme den ja Huckepack. Oh, das ist immer so putzig. Je mit dem Kind und dem Hund. So niedlich. Die Tasche des Spukschweins. Wer hätte das gedacht? Das hier... Das hier natürlich auch... ein Schwein sein Unwesen treibt, ne? Also beziehungsweise es verflucht hat. Er ist ja nicht direkt hier vor Ort, also von daher. Diese Eier müssen wir leider zerstören, weil die dafür sorgen, auch wenn da hin und wieder ein paar andere, also oder immer? Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube nicht immer. Aber die müssen wir einfach... Hey, nicht da lang. Ach so, das stimmt ja. Ich dachte, ich könnte... Ja, ich dachte, ich könnte jetzt hier noch zum Wald gehen, weil dieser Weg, den ich jetzt gerade gehen wollte, der führt zum Wald, zum Pilzwald. Und, boah, da hatte ich aber jetzt aber Glück. Hey, nicht da lang. Och, ja. Wie pingelig der ist. Ja, wo soll ich denn sonst lang? Da unten ist doch auch Zaun. Ja, hey, nicht da lang. Hier ist leider Zaun. Da sagt er auch, hey, nicht da lang. Und da oben sagt er doch auch, hey, nicht da lang. Ach so.
Habe ich zufälligerweise nach links, nach rechts oder nach links gedrückt? Ah, ich weiß es nicht. Ist jedenfalls sehr pingelig. Also wie gesagt, hier müssen wir zerstören, auch wenn hin und wieder dann solche Beißdinger kommen. Den Grund sage ich euch noch nicht. Ich möchte nicht so viel spoilern. Hier gibt es auch übrigens diese traurigen Türen. Das ist der Ort, den ich meinte, wo wir bald hinkommen werden. Oh, kann ja mal speichern zwischendurch. Einfach mal so aus Prinzip. Ja, das Schwierige eigentlich bei dieser verwunschenen Villa ist nur dieses Perspektivenwechsel. Das ist zwar richtig cool gemacht, aber man muss halt immer drauf gucken, welcher Weg führt mich jetzt wohin. Puh, endlich sind wir hier. Ich habe versucht, sie zu reparieren, aber ich bin einfach nicht stark genug. Ja, dafür sind wir jetzt da, ne? Hier irgendwas? Nein. Ich glaube, wir müssen erstmal hier hin. Ja, ich brauche nämlich das Rad. Das ist ein Rohr. Für mich ist es ein Rad. Das brauche ich nämlich erstmal. Und das muss ich, soweit ich weiß, der Schalter ist aus. Muss ich das hier dran anwenden oder auf der anderen Seite? Dies kann hier nicht benutzt werden. Das Rohr passt. Oh, habe ich ja schon gemacht. Schalter eingeschaltet. Ach, dann macht das von alleine. Ich glaube aber, auf der Seite müssen wir nichts machen. Ich glaube nicht, dass das schon war. Mal gucken. Offensichtlich hat das geholfen. Lass uns umkehren. So schnell kann es gehen. Ach, der meckert immer noch, ne, auf dem Rückweg. Aber keine Sorge, wir gehen gleich noch richtig ordentlich zur Villa. Weinschätzchen. Hey, nicht so lang. Dann werde ich den Pilz noch nicht anwenden und werde erstmal die Tür dann aufmachen. Weil ich will unbedingt wieder einen normalen Pilz haben. Also hier wieder normal in einem normalen Zustand sein. Sowohl im Spiel als auch in der Realität. Hier runter. Genau. Die armen Vögel. Müssen jetzt auf dem Boden sitzen, können nicht mal auf so süßen Eiern sitzen. Hocken. Furchtbar, furchtbar. Tombi, was hast du nur gemacht? Nein, ich war ich ja, aber... Nochmals vielen Dank. Vergiss nicht, das dem Rathaus mitzuteilen. Jap, 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 das vergesse ich schon nicht. Das muss ich auch machen, bevor ich da überhaupt freien Zugang habe. Oh, die ganze Musik hier ist ja einfach ein Ohrwurmcharakter. Wir können die ganze Zeit nur mitsingen. Sieh, Wein, es kommt wieder Wein. Du warst uns eine große Hilfe. Ich weiß nicht, wie wir dir danken können. Oh, ich weiß. Hier gibt es immer reichlich Wein. Nimm dir jederzeit so viel du willst. Oh, aber nicht für dich, okay? Ich glaube, wir brauchen das auch für irgendwas. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, für was? Und wenn ich wüsste, wo man den herbekommt? Lieber Tombi, wenn du je Probleme beim Phönixberg oder wo auch immer haben solltest, dann wende dich einfach an die nächste Maus. Wir werden dir helfen, so gut wir nur können. Viel Glück bei deinen Reisen. Aufrichtigst die Bewohner des Dorfes Bacchus. PS, beachte bitte, dass wir eventuell nicht immer in der Lage sein werden, dein Problem zu lösen. Da fällt mir ein, ich habe einen Typ aus dem Rathaus gesehen, der einen Schlüssel für den kleinen Raum in der verwunschenen Villa hatte. Ja, aber ich glaube, der steht hier nicht, ne? Vielen herzlichen Dank. Komm, runter. Runter mit dir. Da kann ich ja auch nicht hin. Das macht ja auch kein Bildwechsel. Ach, übrigens ist die Wahrsagerin schon zurückgekehrt. Stimmt, die Wahrsagerin ist jetzt da. Stimmt ja. Haben wir den Wein einfach so bekommen? Nee, ich meine, wir müssten die auch irgendwie uns holen. Was macht denn die flotte Hose? Hosen, mit denen du noch schneller laufen kannst. Dann ziehen wir die doch direkt an. Aber richtig flotte Hosen. Oh, sehen wir nicht sexy aus. So, dann gehen wir mal zur Wahrsagerin. Ich bin eine Wahrsagerin, die andere Leute Zukunft voraussagt. Normalerweise sprechen Wahrsager nur mit Leuten mit hohen AP-Zahlen. Aber da ich noch in der Ausbildung bin, werde ich einen Blick in deine Zukunft werfen.
Also, ja. Ja, dann wirf doch mal einen Blick in meine Zukunft. Schätzlein, was? Pink ist ein sehr heißer Ort. Grün ist die Villa am See. Rot wartet auf ein Wunder. Ja, das waren Hinweise auf die Schweine oder Schweinetaschen. Ich weiß gar nicht mehr bei dem hier. War aber auch irgendwas. Irgendwas mit den Pilzen. Keine Ahnung. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, ob ich mich reinlesen werde. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps parat. Kann ja auch sein, dass ein paar zugucken, die das kennen. Ich weiß ja von Tommy, dass er es zwar selber nicht gespielt hat, aber... Ich bin so ein Mischmasch. Ich bin weder traurig noch glücklich, ne? Okay, dann doch erstmal zum Wald. Die einzelnen Räume, die klappe ich gleich ab. Ich will erstmal zum Pilzwald. Das geht über diese Strecke, über diesen feinen Weg. Top, top. Komme ich nämlich, glaube ich, auf der... Nee, mittendrin. Mittendrin? Oh, ich sehe es ja gleich. Ja, mittendrin komme ich dann an. Das ist so der einfache Weg, sag ich mal. Da sind nämlich nur diese komischen schwebenden Dinger. Ich glaube auch nur zwei Stück oder so. 150.000 brauchen wir dort. Okay. Hier ist noch eine Kiste. Der vordere Bereich. Oh, guck mal, wir haben 150.000. Und den Weg gehe ich jetzt nicht lang, weil der führt dann wirklich zum Dorf allen Anfangs. Oh. Oh. Das Teil. Ich weiß ganz genau, die muss man gegeneinander schleudern. Ich weiß nicht mal wofür, aber man muss sie gegeneinander schleudern. Einen normalen Pilz erhalten. Ein sicherer Pilz. Vielleicht muss ich dem ja diesen der weinende Maus geben. Nee, ich muss das irgendwie anders machen. Ich muss selber erstmal normal werden. Ich gehe mal auf die andere Seite, das ist einfacher für mich jedenfalls. Genau. Ja, eigentlich bin ich ja noch traurig. Aber... wie Tommy möchte nicht mehr traurig sein. Also nicht so richtig. Ich will euch mal den normalen... Also es gibt auch... Wo ich jetzt gerade auf diese Kiste draufgefallen bin, fällt mir halt ein. Es gibt halt sehr viele Kisten, die einfach in meinen Augen unmöglich zu erreichen sind. Es gibt bestimmt genügend... Idioten, würde ich gerade sagen. Genügend Bekloppte. Passt besser. Wahnsinnige Verrückte, die wesentlich mehr Durchhaltevermögen haben als ich und sowas eher in Angriff nehmen. Boah, dass ich da nicht... Ernsthaft. Die das mehr in Angriff nehmen und alles und wirklich versuchen, jede Kiste zu bekommen und so weiter. Ich werde das nicht. Ich habe diese Nerven. Eindeutig nicht. Ich bringe ja schon diese blöden weinenden Blumen aus. Ich werde jetzt nicht wieder am Lachen, okay? Aber ich will einen normalen Pilz. Ach, guck, da. Da, der daneben ist, der ist normal. Ich bin gerade am Überlegen, was macht denn der Pilz hier? Das ist so ein Mischmasch-Pilz? Ich habe keine Ahnung. Da bin ich am Lachen, okay? Ich kann mir aber die Pilze selber nie wieder machen. What? Der macht halt wieder normal. Oh, nee, ist ein Heilpilz. Ich blicke hier nicht durch. Was ich noch lebe. Ach du meine Güte. Ich will hier. Oh, nee, jetzt lache ich ja wieder. Nee, ich will weinen. Genau, ich will weinen. Es ist alles ganz traurig. Den Weg hier. Bitte nicht
dagegen kommen? Ach stimmt, ich muss den einen ja erst so an die Seite ran. Dann sieht er nämlich nicht und kann nicht ausweichen. Für was habe ich das jetzt gemacht? Oder muss man das mehrmals machen? Siehst du noch kommen? Ich mache das jetzt noch ein drittes Mal. Alle guten Dinge sind schließlich drei, ne? Oder ich mache es doch nicht und lieg einfach. Try again. So, lache ich jetzt? Ah, ne, ich bin jetzt wieder normal. Er will weinen. So nervig, dass auch diese blöden Pilze immer wieder zurückkommen. Ah, ne, ups. Das ist sowas von nervig, sag ich euch. Müsste ich ja jetzt weiterhin weinen. Ich bin nur gerade ein bisschen verwirrt wegen diesem, ich nenne es mal, Wutanfall. Noch langsamer Treppen runterlaufen geht nicht. Das war ja kein Runterlaufen, das war ja eben ein Blumps-Schritt vorne. Blumps-Schritt vorwärts. Vielleicht hätte ich nicht zwischendurch das wilde Treiben machen sollen. Aurik sieht eigentlich schon anders aus, ne? Ah ne, okay, das reicht schon so. Brauchte mich nur dorthin zu drehen. Okay. Gehst du auch bitte rein? Achso, ja, jetzt. Oh Gott. Ja, ist alles zu hoch für mich. Oh, guck mal, Käse. Käse, Käse, Käse und ganz viele Punkte und... So, wieder zurück. Und wieder raus. Warum rausgehen, wenn man rausspringen kann? So, jetzt gehen wir erstmal hier bei der Villa möglichst alles ab. Was wir machen können, werden wir machen. Ach, das Perspektivenwechsel. Cool und nervig zugleich. Vor allem, weil ich auch nicht weiß, warum manche eine Schwarzblende brauchen und manche dann wiederum auch nicht. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie viele Eier es sind, ne? So, hier oben können wir auch rein. Gucken wir einfach mal, was das bewirkt. Oh, wir haben hier... Ah, nicht genug Erfahrung. Die kann man, glaube ich, einsammeln, wenn man genug von den Gegnern besiegt hat. Also nicht von den blauen. Ich glaube, hier müssen die pinken Gegner. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass wir bis zu einem bestimmten Punkt des Spieles kommen müssen. Ich traue dem Spiel schließlich im Endeffekt alles zu. Komme ich an die ganzen? Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Ah. So, du bist auch weg. Stimmt, es gab ja einen Fahrstuhl. Ich glaube, weiter unten war auch gar nichts weiter. Außer das da. Das da ist ganz wichtig. Aber am besten nicht runterstürzen. Das wäre noch am besten. Sollte ich hier den coolen Schirm ausstatten? Oder geht das so? Ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Das war eigentlich gar nicht so kompliziert, wie es jetzt wirkte. Den zu bekommen. Achso, ich hatte ihn ja jetzt. Achso, okay. Ja, so einfach geht das, ne? Warum nochmal einsammeln, wenn man den dann doch schon direkt hat? Hier ist ein Schweinchen. Und ein Zugang, der uns noch nichts viel bringt. Deswegen wieder raus. Und
mal das nächste Ei zerstören. Da können wir da nicht rein. Kann ich nicht hin? Ernsthaft? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber irgendwo kann ich da noch runter. Dann geht's halt wieder hoch. An der Seite sind ja auch noch welche. Hier oben ist noch eins, da muss ich mal gucken. Ach, da kam ich hier von der Seite her, genau. Ich weiß gar nicht, was das bezweckt, ob das überhaupt irgendwas bezweckt. Ach, guck mal, das lachende Gesicht fällt mir auch mal gerade auf. Kleines Schlüsselloch. Müssten wir den nicht von irgendeinem Typen aus dem Rathaus bekommen? War da nicht die Rede von? Ich weiß nicht, ob das jetzt alle waren. Ah, werden wir spätestens dann sehen, wenn wir an die Stelle kommen. Wofür das dann wichtig ist. Hier ist das mit dem Schlüsselloch wichtig. Hey, was meinst du, was das ist? Das ist ein wirklich ungewöhnliches Gemälde. Sieht so aus, als wäre dort eine Einkerbung. Ich frage mich, ob da wohl etwas hineingehört. Da fällt mir ein, in diesem Gebäude ist irgendwo eine Tür mit einem großen Schlüsselloch. Ob das wohl irgendwas damit zu tun hat? Nein! Mm-mm. Überhaupt nicht! Ja. Ich meinte nicht mit der Tür, sondern hier, mit diesem Teil, was wir eingesammelt haben. Da gibt es nämlich, ich glaube, 5 oder 6 Stück. Die müssen wir alle sammeln, damit wir halt diesen Schlüssel nachbilden können. Die befinden sich, glaube ich, aber alle auch in der Villa, wenn ich mich recht erinnere. Und, okay, hier geht es noch nicht weiter runter. Und die öffnen dann wirklich diese Tür mit dem Schlüssel noch von, wo wir vorne auch vorbei sind. Wo ich gesagt habe, oh, die geht ja gar nicht weiter, dann nehmen wir einen anderen Weg. So, nein, Kiste können wir nicht öffnen. Die Tür bringt uns also noch nichts. So. Ah ne, hier an der Seite sind. Stimmt ja. Ich bin so schlau. Leute auch so. Ei, genau. Kaputt machen. Dann können wir mal hier rein und gucken, wohin uns das führt, was das bringt. Zu 2 Schweinen. Das können wir leider auch nicht kaputt machen. Ich glaube aber, dass wir das kaputt machen können. Aber wenn, dann brauchen wir, glaube ich, irgendwie sowas wie Feuer, oder? Das wäre so das Naheliegendste. Mir fällt auch gerade ein, eigentlich wollte ich die Folge schon längst beenden, ne? Aber ich will nicht aufhören. Da muss ich halt noch eine Folge aufnehmen, ne? Ach, so einfach ist das. Oh, hier haben wir ein Schlüsselteil. Ja, nicht ins Wasser fallen, wir können schließlich noch nicht schwimmen. Noch ist das Wasser bebe. Böse für uns. Und jetzt fehlen uns eigentlich nur noch die Türen hier vorne, oder? Jedenfalls, wenn ich mich richtig erinnere. Ah, ich bin gegen mein Headset gekommen. Ah, ich wollte meinen Kopf kratzen und habe vergessen, dass das Headset dort ist. Okay, das bringt uns noch nicht, weil wir nicht schwimmen können. Vor allem, wie man sich einfach alle Orte merken möchte, wegen den Truhen und alles. So. Das können wir noch machen. So, okay. Jetzt dürften wir aber alle Eier haben. Hoffe ich. Lass uns überraschen. Das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge dann sehen. Bis dahin dann tschüss, eure Time.